Ein paar Worte zu den Schwertern. Zum Schneiden braucht man natürlich auch ein Schwert. Hier hätten wir eines. Oh, dies ist ein Bockenholzschwert. Damit komme ich durch keine Matte durch. Tun wir es wieder beiseite. Nehmen wir dieses schöne Schwert aus Japan. Aber auch mit dem kann man nicht schneiden. Zink, Aluminium, ein Leito. Teuer, schön, aber nicht schnittfähig. Dieses hier. Ein 1095er Stahl, mit dem man gut durch jede Matte durchschneiden kann. Die Biegung ist fast minimal, ist fast gerade das Schwert. Das ist eine Billigausführung, kostet um die 100 Euro in China, kann man aber zum Schneiden problemlos verwenden. Dieses hier ist auch nicht teurer. Ein sehr scharfes Schwert mit Differentialhärtung und einem schönen echten Hamon. Auch relativ gerade aus China und damit lässt sich sehr gut schneiden. Dieses hier von WKC Solingen, ein deutsches Produkt, sehr schwer, etwas behäbig und klobig, auch nicht so super scharf, aber auch damit kann man durch Matten schneiden. Es hat eine etwas stärkere Biegung, eine Sori von 3 cm, aber es ist nicht mein Lieblingsschwert. Dieses hier ist ein Nihondo, ein japanisches Schwert, Tamahagan-Stahl, differenzial gehärtet, kostet viele tausend Euro, hat auch eine stärkere Sori, aber die Qualität des Schwertes ist gut, nur die der Saya ist eine Katastrophe. Sehr grob gemacht. Schneiden kann man damit gut, ausgewogen ist es auch gut, aber viel zu teuer im Vergleich. Und dies ist mein neues Lieblingsschwert mit Fischhautsaya, hergestellt bei Ryan Sword in China, 3 cm Sori. Shihozume Stahl, 4 Stahlsorten zusammengeschmiedet, differenzial gehärtet mit Lehmbestrich. Das ist ein wunderbares Schneidewerkzeug, schon fast ein Cheating Sword, eines mit dem es zu leicht geht. Kostenpunkt 550 Euro würde in Japan mit einer Null dahinter versehen sein, wenn es billig ist. Gut, probieren wir sie aus.